Was für ein Tag, was für Leistungen, was für ein Weltcup-Auftakt der deutschen Skispringer. Ort des Geschehens, Ruka in Finnland. Vier deutsche Springer unter den besten fünf nach dem ersten Durchgang. Das hat's wohl noch nie gegeben. Als Spielverderber allerdings könnte sich ein Österreicher erweisen. Stefan Kraft liegt nämlich in Führung, ist sogar noch besser als die Deutschen. Yes! Der mit dem größten Namen im deutschen Team, der Einzige, der nicht ganz mithalten kann. Karl Geiger, 13. im ersten Sprung. Der Zweite läuft besser, immerhin um zwei Ränge. Kann der Oberstdorfer sich verbessern, wird am Ende Elfter. Per se ja kein schlechtes Ergebnis, aber wenn die Teamkollegen so abliefern, fällt man damit schon ein wenig ab. Zum Beispiel gegenüber Stefan Laie mit Rang 8 nach dem ersten Sprung. Nur 5 besser Deutscher, aber offensichtlich gibt es da noch Reserven. Abheben Richtung Spitze. Ja, boah, das ist die Führung für Stefan Laie. Es geht genauso weiter wie im ersten Durchgang. Karl Geiger hat sich verbessert und das ist mit Abstand Rang 1 für Stefan Laie. Auf den ist wirklich in diesen Momenten, dafür muss man auch geschaffen sein, Verlass. Stefan Laie rückt auf jeden Fall weiter vor. Die Frage ist nur, wie weit? Noch 5 stehen oben, 4 davon sind Deutsche. Bundestrainer Horngacher macht offensichtlich gerade eine Menge richtig. Erster des Quartetts ist Philipp Raimund. Es könnte das beste Weltcup-Ergebnis seiner jungen Karriere werden. Sein zweiter Sprung aber nicht ganz so weit wie der seines Teamkollegen. Philipp Raimund wird am Ende 7. und gehört damit nicht zu den besten 3 deutschen Springern. Als nächster ist Pius Paschke dran. 33 Jahre alt, der Senior. Noch nie in seinem Springerleben auf einem Einzelpodest im Weltcup. Ja, sieht gut aus. Kommt Pius Paschke! Wahrscheinlich das beste Karriereergebnis. Mit 33 Jahren springt Pius Paschke auf 142,5 Meter, greift Stefan Laie an. Es ist nicht zu fassen. Das hätte vor einigen Jahren niemand gedacht, dass wir das noch erleben werden. Dass Pius Paschke wieder so konkurrenzfähig ist im Jahr 2023 zum Saisonstart. Über den Conti Cup hat er sich den Platz geholt. Und jetzt ist Pius Paschke auf welchem Platz? Auf Platz 1. Jawohl. Pius Paschke führt und es kommen nur noch 3 Springer. Das ist das beste Ergebnis seines Lebens im Weltcup. Da kann Teamkollege Martin Hamann mit seiner Leistung in Durchgang 2 nicht ganz mithalten. Er fällt zurück von Rang 3 auf Platz 12. 2 deutsche Podestplätze sind dennoch schon sicher, denn es kommen ja nur noch 2 weitere Springer. Als nächster der zweitplatzierte Andreas Wellinger, der Sieger der Qualifikation. Dieses Mal reicht es nicht zum Sieg. Pius Paschke und Stefan Laie einfach besser mit ihrem zweiten Sprung. 136 Meter für Andreas Wellinger, Rang 4 und damit drittbester Deutscher. Pius Paschke. Gewinnt doch hier nicht etwa sein erstes Weltcup-Springen? Das wäre jetzt krass. Paschke, Laie, Wellinger. Das ist die Reihenfolge, ja, bevor krass. Stefan Kraft kommt. Was hat er in Rückstand gehabt zu Stefan Kraft? 7,4 Punkte. Das ist eine Menge Holz. 4 Meter. Oben rüber ja auch ein bisschen flacher. Oh, was ist denn mit dem los? Ganz cool, ganz souverän, alle Achtung, Stefan Respekt. Kraft. Und es war so knapp, dass Pius Paschke hier zum ersten Mal überhaupt mit 33 ein Weltcup-Springen gewinnt. Stefan Kraft holt sich seinen Sieg Nummer 31, als sei das das Einfachste der Welt. 6 Deutsche unter den besten 12 beim Weltcup-Auftakt, 2 davon auf dem Podest, Pius Paschke und Stefan Laie. Ein Traumstart in die Saison, auch wenn der Sieger aus Österreich kommt. Der überragende Stefan Kraft kann die deutsche Begeisterung aber nur unwesentlich trüben.